Guten Morgen. Eigentlich könnte ich schon wieder ins Bett. Ich bin schon wieder müde. Ich bin ein bisschen zu früh aufgestanden, um 3:30. Ich war hellwach. Ja, nun, vieles geschrieben, vieles gemacht. Haushalt auch schon gemacht. Jetzt gehen wir in den Garten, ein bisschen Gartenarbeit. Sehr gut. Alles weg. Hier muss noch mehr. Die Gartenarbeit ist getan. Nein, mal geschnitten. Jetzt liegt irgendwo alles am Boden. Das machen wir morgen weiter. Man sieht, ich habe warm. Jetzt noch ein bisschen Büro. Und dazu noch, ja, mit den E-Mails einen Tipp. Ihr seht ja immer wieder zwischendurch, dass ich wirklich die manuelle, die Schneckenpost, die Briefe, Versandpost, jeden Katalog ich mir anschaue, überlege, lösche ich den, rufe ich an oder sende ich das zurück. Und das Ganze mache ich auch mit den E-Mails, immer wieder so zwischendurch. Also wenn da Spam reinkommt, wenn Werbung reinkommt, dann nicht einfach löschen, sondern wirklich abmelden. Nimm dir die Zeit zum Abmelden, jedes manuelle Abmelden. Dann gibt es wirklich noch E-Mail-Newsletter-Systeme, da wo man sich nicht automatisch unten abmelden kann. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich oder wäre gar nicht mehr erlaubt. Ja, nun, da muss man halt auch wieder manuell Retour schreiben und direkt in die rote Spam. Ich mache das wirklich laufend, weil mir das so wichtig ist. Mein Posteingang muss eigentlich immer wie leer sein. Also mehr als eine Seite geht nicht von der Ansicht her. Also das heißt so 4, 5 E-Mails und sonst sind alle in einem Ordner, was ich wo arbeite. Sonst blockiert mich das zu viel. Ich kann kaum arbeiten, wenn ich alles sehe. Ach, das noch und das noch und das noch. Nein, also da schaue ich immer darauf, dass es wirklich organisiert ist und so schnell wie möglich bearbeitet ist. Wenn ich nicht so. Ich sage meistens, wenn du nichts von mir sofort innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden hörst, dann ist es irgendwo in den falschen Ordner gelandet. Also das muss wirklich relativ schnell gehen. Das mache ich jetzt noch fertig und im Hintergrund bestelle ich noch das Fotobuch für den Geburtstag. Das dauert auch ewig, die haben das System geändert. Von Apple muss ich jetzt über eFollow gehen, das finde ich nicht gerade toll. Ja, und dann ist fertig für den Moment. Leider, leider. Aber ich freue mich mit den Kids. Wir gehen noch in den Splash and Spa. Ein bisschen rutschen und baden, planschen. Da kommt mir gerade ein Spartipp in den Sinn. Zum Beispiel auch beim Splash and Spa, das ist eben so ein Hallenbad mit Rutschen. Da gibt es jeweils ab 17:30 Uhr die Tickets günstiger. Heute gehen wir jetzt nicht ganz so spät, aber früher, als die Kids noch kleiner waren, da gingen wir immer erst ab 17:30 Uhr, weil das hat bis abends um 10 Uhr offen und dann ist leer. Die Rutschen sind leer, es ist ja niemand mehr da und ja, das macht Spaß. Und da gibt es bei vielen so Themenparks oder sonst wo Eintritte sind, wenn man ein bisschen antizyklisch. Kostet ein wenig Zeit, sich zu informieren, aber wenn du auf den Webseiten bei diesen, ja, wo es Eintritt kostet, vorbeigehst, meistens irgendwo etwa eine Lücke oder etwas eine Möglichkeit, wo man sparen kann. Wir gehen jetzt dieses Geklicke im Hintergrund. Entweder meistens ist das mein Bürostuhl, jedes Mal, wenn ich mich bewege. Ich brauche einen neuen. Und jetzt ist auch noch die Tochter und spielt da mit ihrem Slime. Und da kann ich noch 100 Mal sagen: Jetzt genau dann, klick.